Aloha und herzlich willkommen zu diesem Video aus der Kategorie der Biologie hier auf oberprima.com. Ich bin Kia Kahawa und in diesem Video geht es um folgendes Thema. Die wichtigen Begriffe im Thema Evolution des Menschen. Ich finde es gut, dass ihr euch dieses Video anschaut. Das ist ziemlich wichtig, die Begriffe zu kennen, bevor ihr die nächsten Videos anschaut. Ich schreibe jetzt mal kurz, ich schreibe sie nicht alle an. Ich schreibe sie jetzt mal alle an, die Begriffe erstmal. So, Zerebralisation ist die Größenzunahme, die Leistungsfähigkeit und Komplexitätsfähigkeit des menschlichen Gehirns. Die Mosaikevolution ist die Evolution des Menschen als Beispiel. Diese Evolution besteht aus vielen kleinen, nicht regelmäßig oder zeitgleich ablaufenden Veränderungen. Bipedie ist der aufrechte Gang. Horizontaler Informationsfluss ist der Informationsfluss innerhalb einer Generation durch Kommunikation, Kultur und Tradition. Vertikaler Informationsfluss ist der Informationsfluss zwischen den Generationen, beispielsweise von Eltern zu Kindern oder auch durch Vererbung. Dryopithecinen sind Menschenformen aus Afrika und Europa. Sie lebten vor 25 bis 9 Millionen Jahren, also 25 Millionen bis 9 Millionen Jahren. Prähominine sind Vormenschen, Australopithecinen sind eine Gruppe von Vormenschen, ja, genau müsst ihr es eigentlich gar nicht wissen. So, diese ganzen Ardipithecus ramidus, Australopithecus afarensis, Australopithecus anamensis, Australopithecus africanus, Australopithecus boser und Australopithecus robustus sind einfach nur Vormenschen. Sie gehören zur Gruppe der Australopithecinen. So. Euhominine sind Frühmenschen und Homo habilis und Homo rudolfensis sind einfach Frühmenschen, genauso wie diese ganzen vielen anderen, die ich als Vormenschen gerade erklärt habe. So, dann gibt es noch das multiregionale Modell und das Archenoa-Modell. Das sind Modelle zur Erklärung des Ursprungs des modernen Menschen. Woher kommt der moderne Mensch her, ist da die Frage. So, und damit verweise ich euch jetzt auf die nächsten Videos. Es gibt jetzt ein Video über die kulturelle und biologische Evolution des Menschen, über die Fossilgeschichte während der Evolution des Menschen, den Ursprung des modernen Menschen mit dem Archenoa-Modell und dem Multiregionalmodell. Und dann war es das jetzt erstmal zu diesem Thema. Danach gibt es noch einen Vergleich zwischen Affe und Mensch, was ihr in der Schule auch brauchen werdet. Zu diesem Video war es das. Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen bitte wie immer in die Kommentare.